Ja, jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht, heute mache ich irgendwie lauter Shops. Wobei ich so mein Bein vielleicht nicht aufs andere legen. Ihr müsst wissen, ich bin vorhin eingeschlafen. Weil es mir dann doch irgendwie ein bisschen schlechter ging. Zumindest habe ich mich hingelegt. Und jetzt geht es mir gefühlt wieder ein bisschen besser. Aber mein Knie tut immer noch weh. Das hat eigentlich nur mit meinem Knie zu tun. Oh, Goblins liegen ja aber echt gut. Ich habe mir was zum Essen gemacht. Alter, die machen schon wieder viel Schaden. Okay, ich hätte es vielleicht nicht in den Angriff reinspringen sollen, aber... Da ist ja der Wasserkelch. Aber ich finde, sie ist auch irgendwie nichts. Also halt so Ambientzeug und die Trommel. Der leidet auch 100.000 Qualen. Wie der da aussieht. Oh, hey, ich komme da oben wieder raus. Komm nicht wieder zum Eingang zurück. Ja, mal nicht so eine Skyrim-Höhle. So wie das damals beliebt war. Einfach wieder einen Gang nehmen, der irgendwie wieder zum Eingang führt. Oh hey. Ein Varan. Oh, die Spiele, ja. Okay, der spuckt voll auf den Boden. Ach, warte mal. In der einen Höhle da, wo ich das Amulett geholt habe, da hat er doch immer gesagt, die komische Kröte. Ach, dann war das der Varan. Ich habe mich schon gefragt, warum da nichts mehr drinnen ist. Oder was da eigentlich Besonderes drinnen war, weil ich mich nicht dran erinnern konnte,
dass noch was anderes außer Goblins in der Höhle war. Dann leuchtet es langsam ein. Und du bist Kohle. Kohle, mein Name ist Asker. Richtig komische Vorstellung so. Oh hey, was ist das? Gold. Oh. Nice. Hört sich doch super an. Superst. Ah. Ballbrecher, Zweihandwaffe. Doppelten Schaden, das Dreifache. Oh, cool. Aber ich glaube, ich bleibe lieber beim Boss. Der Boss ist tatsächlich recht stark. Und hier gibt es noch mehr Höhlen. Wasserkelch und Ärger im Gepäck. Da muss ich ja nochmal mit Shakes reden. Aber dann gehe ich jetzt erstmal noch in die. Au, oh, da drüben ist nochmal ein Varan. Ich darf mein Knie jetzt nicht so bewegen. Allgemein mein Bein. Wenn ich jetzt sitze, dann geht mir das auf die Nerven, aber holy shit, tut es weh. Hätte ich nicht gedacht, dass das dann im Nachhinein so weh tut, weil ich draußen war. Ich bin dann einfach weitergelaufen. Das hat mich nicht wirklich gejuckt eigentlich. Weil zuerst war ich etwas überwältigt vom Schmerz. Weil ich hatte nicht in Erinnerung, dass hinfallen so wehtun kann. Und dann bin ich aber trotzdem einfach weitergelaufen. Und ich habe halt nichts mehr gemerkt danach. Und jetzt merke ich es halt wieder. Aber gut. Jetzt sitze ich halt. Vielleicht merke ich es da allgemein eher mehr, als wenn ich irgendwas mache. Macht vielleicht irgendwie Sinn. Oder mehr Sinn. Ich habe keine Ahnung. Oh hey. So kann ich hier hochlaufen. Ich will die Wurzel da unten drin haben. Der kann da einfach durch. Finde ich sehr interessant. Autsch. Dafür, dass die jetzt nicht so zart aussehen, haben die schon sehr zartes Fleisch dabei. Und zwar 4 Stück sogar.
jetzt habe ich brauche ich nur noch 6 weitere Spinnennetze. Ich will da unten rein. Richtig scheiße platziert. Ich glaube, mein Essen ist gleich fertig. Aber ich komme. Bis 20 Minuten mache ich noch. Was macht denn der da jetzt? Autsch. Oh, okay, das hat mich nicht. Das hat mich jetzt nicht so getroffen, wie es mich wohl getroffen hätte, wenn ich da reingelaufen wäre. Das war dann noch dieser Immortal-Status aus der Ausweichrolle. Ist halt immer so verwirrend. Weil ich kenn's halt aus anderen Spielen. Wenn ich ausweiche, dann trifft dich halt nichts, weil du weichst halt aus. Aber hier kannst dich halt trotzdem treffen. Du kriegst halt keinen Schaden, weil du ausweichst. Was halt irgendwie keinen Sinn macht, wenn man es so nimmt. Aber hey, ich beschwer mich nicht. Hauptsache ich krieg keinen Schaden. Hey, das ist ein Snapper. Weiß nicht, ob ich hier schon rein soll. Und wieso ist es hier überall so grün? Oh. Oh ne, hier unten drin ist was. Oh.
Okay, da bin ich jetzt voll reingesprungen. Den Angriff. Autsch. Also es trifft mich. Oh doch, autsch. War jetzt knapp. Denk lustig da. Wobei, komm. Ich mache jetzt einfach schnell die Pause. Rechts mitnehmen? Nein. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Highlight-Items zu benutzen. Dann mache ich jetzt quasi schnell eine Pause, lasse ihn dann stehen, damit er heilt und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt wieder voll geheilt und mit Essen. Gehe ich dann noch tiefer rein. Und ich gehe mal in die Richtung. Ah ja. Da finde ich was mit Orks. Das ist bei den Orks. Crush Gore. Je nach Team. Wieso gibt es, wie sind sie da geteilt? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Hart, primitiv und brutal. Ausrüstung. Das ist das Wolf-Armschied. Ich. Feldräuber-Armschied. 20, Fernkampf, Nahkampf, Lebensring. 6 Rüstungen. Will ich auf die 6 Rüstungen verzichten? Gut fliegen, Armchen. 10 Rüstungen, 8 Leben, 8 Mana. Kampf. Nahkampf, 6 Rüstungen, 8 Ausdauer, 15 Lebensenergie. Ach komm. Die Lebensenergie brauche ich dann nicht wirklich so, brauche ich nicht so dringend. Ich würde das ganze Bus gern mal sortieren. Ah, den Strom. Holy Vultus Hut. Der hat irgendwas gesagt mit Orks. Kann ich eigentlich was herstellen? Habe ich dieses Rezept eigentlich? Ja, habe ich schon. Würde mich jetzt interessieren. Brackwassersuppe. Brauche ich da Knoblauch? Okay. Elixier des 7 Winde. 30 Sekunden mit großer Geschwindigkeit. Ah. Auf Snapperkraut-Basis bekannt. Da wie die Rune. Das ist so ein typischer Geschwindigkeitstrank. 30 Sekunden ist echt wenig. Da ist noch eine Kiste. Was ist mit dem los? Ist irgendwie ein bisschen komisch drauf.
Wichtiges für mich erstmal. Alte Falkirn. Weiter mal Jagdpfeile. Steinerne Hände. Was hier wohl mal war, werde ich wahrscheinlich nie herausfinden. Und die Dornen sind so Ambiente. Was wollte die eine jetzt eigentlich nochmal von mir? Nachgucken. Rolle ist besser. Ah, das Kontrollhalsband. Was krieg ich denn da? Armschiene der Nacht. Brauche Hut, biete Belohnung. Gold 3. Ja, 350. Weiß nicht. Weiß nicht, ob der Hut so. Das so lohnt. Müssen wir die Armschienen dann nochmal genauer angucken. Da hat die Ausweichrolle wieder richtig gut funktioniert. Ich habe mich getroffen, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Der Orks war halt anders. Vielleicht sind die starken Angriffe da auch was anderes. Ich habe keine Ahnung. Haben die eine Sonderregel?